Endlich war es soweit. Ich habe meine erste Langdistanz in Bodersdorf beim Austria Triathlon gefinisht. Ich möchte euch erzählen, meine Eindrücke, wie es mir während dem Wettkampf vor allem gegangen, wie meine Vorbereitung war. In diesem Video erfahrt ihr mehr. Ja, die Langdistanz ist die Königsdisziplin im Triathlonsport und ich glaube, das ist gehört wie die Allgemeinbildung, sollte man auch einmal eine Langdistanz machen. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Man muss sich natürlich auch dementsprechend vorbereiten, da geht es nicht nach ein paar Monaten, sondern muss man sich wirklich ein Jahr, nicht sehr akribisch, aber dementsprechend schon gut vorbereiten, damit man wirklich eine Langdistanz finisht, wenn das große Ziel eigentlich nur das Finishen ist, ins Ziel kommen. Natürlich, das ist nicht so einfach, weil auch ich hatte gestern sehr viele Ziele und im Rennen war ich dann einfach froh, ins Ziel, einfach nur ins Ziel zu kommen, weil man nicht nur körperlich, auch mentale unterschiedliche Phasen macht, wie im Leben eigentlich, Up and Downs, und eine Langdistanz ist eine lange Belastung und genauso geht es dir dann auch nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Ja, meine persönliche Vorbereitung war eigentlich dann für Bodersdorf eigentlich sehr, sehr spontan. Natürlich habe ich jetzt am Schluss noch relativ entscheidende Schlüsseleinheiten gemacht und so konnte ich dann eigentlich natürlich durch meine jahrelange Erfahrung als Triathlet die Langdistanz finishen. Was viele vergessen, es macht die Summe aller Trainingseinheiten aus und nicht nur eine Trainingseinheit, und genau so war auch dann die Vorbereitung. Natürlich ist die ein oder andere Schlüsseleinheit sehr, sehr entscheidend, wie zum Beispiel eben eine längere Radausfahrt von 5-6 Stunden gehört schon mal dazu, ist nicht alltäglich, das muss ich auch dazu sagen, oder auch einmal einen längeren Lauf von über 1,5 Stunden. Das habe ich aber maximal so 4-mal gemacht, ja, über ein halbes Jahr gesehen, und das war quasi meine Vorbereitung. Und ganz, ganz wichtig ist, Form Langdistanz, dass man nicht zu viel macht. Also ich habe bewusst getapert die letzten 2 Wochen, weil einfach als Triathlet macht man eh schon meistens zu viel, wenn man wirklich leistungsorientiert trainiert. Und ja, das war so quasi meine Vorbereitung. Die Vorbereitung war sehr, sehr essentiell, vor allem der Vortag ist nochmal sehr wichtig. Und da geht es vor allem die Startnummer Sachen holen, schauen noch einmal, was, ob alles mit dem Rad passt. Ich habe nochmal gecheckt, alle Schrauben, ob die wirklich halten. Auch nochmal den Reifendruck, der sowieso geprüft werden sollte vorm Rennen und auch noch am Vortag. Natürlich, ob alles mit den Reifen passt, mit der Schaltung, mit der Kette und natürlich bei den teuren Rädern, ob alles aufgeladen ist. Ja, der Radcomputer, die Raduhr. Und genauso war auch dann die Vorbereitung. Natürlich habe ich dann auch am Abend mein Rad geputzt. Das gehört auch irgendwie dazu, dass es eigentlich am Start nicht nur du, sondern auch das Rad sauber ist. Und ja, am nächsten Tag dann bin ich um 4 aufgestanden, habe ein kleines Kipferl gegessen. Da muss man auch immer aufpassen. Jetzt ist nicht mehr wichtig, wirklich viel zu frühstücken, weil du hast die Kohlenhydrate, den Zucker im Muskel gespeichert. Ja, es dauert ja länger, wenn du etwas isst, im Magen das zu verdauen. Das heißt eigentlich nicht so essentiell. Vielleicht einen kleinen Riegel noch oder vor dem Schwimmstart ein Gel. Das ist so quasi das Wichtigste. Man soll jetzt wirklich nicht mehr so viel frühstücken. Auch am Vortag, am Abend sollte man auch nicht zu üppig essen, weil man ja dann vielleicht die Schlafqualität dann etwas schlechter ist. Da ist etwa wichtig, dass man die Tage davor eigentlich viel isst, beziehungsweise bewusst schaut, dass man Kohlenhydrate zu sich nimmt. Wie schon erwähnt, das Frühstück am Renntag ist jetzt nicht sehr wichtig oder essentiell, sondern entscheidend ist natürlich während der Belastung im Triathlon, vor allem bei der Langdistanz. Du bist sehr lange unterwegs, ich habe bis zu 8000 Kalorien verbrennt und da ist natürlich die Aufnahme sehr, sehr essentiell, vor allem ja, wie viel Kalorien, Kohlenhydrate ich mir zuführen sollte während der Belastung. Das Schwierige an der ganzen Sache ist, ob das der Körper überhaupt aufnimmt und ob du das verträgst. Und natürlich, man muss das trainieren. Man muss wirklich das trainieren. Deswegen ist es auch einmal wichtig, dass man 5 Stunden Rad fährt, damit man das auch einmal ausprobiert, ob man überhaupt das aufnehmen kann, das Ganze. Genau, und ich habe in erster Linie mal viel mit Gels gearbeitet und natürlich mit ISO. Und so ist es eigentlich die ganze Zeit
hin und her gegangen und versucht wirklich alle 20 bis 30 Minuten natürlich ständig Schlücke zu mir nehmen, also Flüssigkeit und natürlich auch ein Gel, und dann beim Laufen dann noch einmal versucht mit viel Cola, Wasser mich zu kühlen natürlich und natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Koffein noch zusätzlich zu mir zu nehmen. Zusammenfassend, bereitet euch gut vor, esst am Vortag und in der Früh nicht zu viel, schaut, dass euer Rad und euer Equipment schon am Vortag zusammengepackt ist, steht zeitig in der Früh auf, 2-3 Stunden mindestens vor dem Start würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr nicht zu viel Stress habt beim Hinfahren, beim Einchecken und so weiter. Und Verpflegung. Ernährt euch gut, schaut, dass vor dem Start noch etwas zu euch nimmt, ein Gel, einen kleinen, einen halben Riegel, und dann lasst es einfach geschehen. Zur Regeneration nach dem Wettkampf, da dürft ihr euch ein Bier gönnen. Ich hoffe, dass ich durch meine Einblicke euch weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit melden. Ich versuche jede Frage so gut wie möglich zu beantworten, und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal an der Startlinie.